Oh yeah, Elektroschrott. Ich habe immer noch kein Projekt. Deswegen mache ich mal wieder was kaputt. Das seht ihr ja eh so gern. Ne? Weiß ich. Ich lebe, um zu dienen. Wir sind im Anflug auf einen Beardown. Teardown. Teardown. Beardown. Whatever. Jedenfalls down. Und mit Bier. Sehr gut. Na dann mal los, wa? Ach, hervorragend. Das hier ist ein Sonderfall der Situation, wo jemand irgendwas filmt und sich irgendwo spiegelt. Ich spiegle mich in einem Objekt, das damit bereits zeigt, dass es nicht besonders entspiegelt ist und es verdient hat, zerstört zu werden. Es handelt sich hierbei um ein Pearl Touchlet Modell X2G. Das aus dem letzten Geraffelpaket vom Philipp S. aus P. stammt. Und ich hatte mir erst gedacht, ich könnte es eventuell möglicherweise vielleicht sogar benutzen. Nein. Was soll ich sagen? Es hat Android 2.2 und es gibt auch keine Custom-ROMs dafür, irgendwie hier so Cyanogen oder sowas. Es hat den beschissensten resistiven Display-Fu, den ich kenne. Die Akkulaufzeit geht gegen Null. Es ist richtig klobig dick. Richtig klobig dick. Verwendet einen proprietären Ladestecker. Hier kommt so ein Adapterkabel rein, was dann irgendwie USB-ähnlich wird. Also mal vorsichtig ausgedrückt, das ist ein rechter Scheiß. Aus diesem Grund ist es jetzt dran. Und bevor dieses Tablet dran ist, ja. Übrigens, Kinder, ganz wichtig da zu Hause, wo ihr sitzt, immer dran denken, trinkt keinen Alkohol. Das ist ganz scheiße Alkohol. Boah, ganz schlecht, ganz schlecht. Will keiner haben. So, jetzt stellen wir das hier mal korrekt ein. Und beginnen mal die Zerstörung. Selbstverständlich haben wir auch hier mal wieder Füße. Jeder Hersteller, der was auf sich hält, versteckt seine Stauben unter Gummifüßen, weil er denkt, dass wir die dann nicht finden. Wir finden die aber und deswegen entfernen wir die. Positiv an diesem Billigschlons hier ist, dass er keine speziellen Stauben braucht. Das ist alles very, very standard. Kreuzschlitz. La Mox. Für die Schraubenkiste. So, jetzt schauen wir mal, was uns das bringt, dass wir diese Schrauben gelöst haben. Ey, ich habe keine Ahnung, wie das Mistding aufgehen soll. Ich denke, ach Mann, ey. Ha! Wie so oft ist es ein wenig Gewalt, die uns zum Ziel führt. Und zwar Gewalt gegenüber den klassischen Kanten an den Seiten, unter denen sich die ebenso klassischen Clips befinden, an denen wir das aufkriegen. Tada! Okay. Das hier ist unsere Perle von innen, solange wir sie im kompletten Zustand lassen. Ich würde sagen, als allererstes klipse ich mal das Display hier raus. Display ist raus. Das ist der Touchscreen vom Touchlet mit, ja, Flat Flex. Und wir wollen doch wissen, wie das aussieht da drin, oder?
Also, für alle, die sich schon mal gefragt haben sollten, das hier ist der eigentliche Touchscreen. Der hat hier 4 Leitungen, ist mit dem Gehäuse verklebt und erweckt bei mir das Gefühl, dass ich den eigentlich nochmal irgendwie benutzen müsste. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas ansteuert. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, wonach ich suchen soll. Falls einer von euch ein Datenblatt hat oder eine Ahnung, wie man so einen vierpoligen Touchscreen hier ansteuert, ja, lasst es mich bitte wissen, das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich hätte nämlich echt Bock drauf, das Teil irgendwie weiter zu verwenden. Als nächstes machen wir mal das Display ab. Es ist ein FPC LB07004.V0 2010-10-12. Also der am einfachsten zu lesende Datecode, den ich jemals gesehen habe. Ich denke, ihr habt so eine Ahnung, in welchem Jahr das Ding gebaut wurde. Das Display-Modul, naja, warum sollte ich es wegwerfen? Ich werde es mal behalten. Vielleicht finde ich ja irgendwo mal einen Controller dafür. Irgendeine Hardware, mit der das Ding vielleicht ansteuerbar ist, fände ich irgendwie ganz geil. Ich bezweifle zwar, dass ich tatsächlich was finde, aber ich behalte es einfach mal. Die Abschirmungen sind entfernt. Und hier ist im Übrigen diese Buttonleiste, die da ursprünglich mal unten drauf war. Das sind also ziemlich einfache Tasterteile, die hier unter einem Kunststoff sind. Kann man draufdrücken und hier sind die Folienkontakte. Folienkontakte, die sich aufzuheben vielleicht auch lohnen könnte. Es ist halt schade, dass das alles dieses Flatflex-Zeug ist. Ich wüsste nicht, wie ich das weiter verarbeiten soll oder weiter verwenden soll. Weil, ich weiß nicht, wenn es dafür vernünftige, bezahlbare und einigermaßen benutzbare Stecker gibt, die man selber so auf Lochraster verlöten kann, dann habe ich sie bisher noch nicht gesehen. Ja, das ist also nicht sehr, sehr viel. Das ist nur eine Platine, wo die Keys selber drauf sind. Ja, sind hier die Tasten. Mit Flatfax-Kabel hier raus. Ja, okay, könnte ich mir aufheben, weil hier, das könnte ich auch ablöten und mal ein normales Flachbandkabel dran machen. Dann kann man das vielleicht tatsächlich nochmal für irgendwas benutzen. Ja, schauen wir mal. Eventuell hebe ich mir sogar diese Teile hier mit dazu auf. Next. Wir haben hier drin die Akkupacks. Die hole ich jetzt mal mit hoher Gewalt raus. Ein bisschen verklebt. Fühlen sich sehr gelartig an. Und haben so ein doppelseitiges Klebepad drauf. Das ziehe ich jetzt mal ab, um zu sehen, was draufsteht. Das mit dem Abziehen kann ich voll vergessen, das Zeug zerfällt. 2650 mAh pro 3,7 Volt, also Lithium-Ionen-Packs. Hier unter dem Klebeband ist die Ladeelektronik. Ja, ist halt so eine typische Schutzschaltung, die da mit drauf ist. Nichts besonders Dramatisches, nichts besonders Spannendes. 2 Lithium-Polymer-Zellen. Also ich glaube zumindest, dass es Lipos sind, weil es sind Folienteile. Und ja, könnt ihr ja selber die Beschriftung sehen. Entferne ich hier mit einer sehr professionellen Methode, nämlich abreißen. Ja, das ist für einen Wertstoffhof, da freuen sich die Herren mal wieder drüber, dass sie einen schönen Lithium-Ionen-Akku bekommen. Nicht gut für die Umwelt. So, was haben wir als nächstes? Wir haben hier einen kleinen Lautsprecher drin. Und Lautsprecher hebe ich bekanntlich immer auf, wenn ich sie rauskriege, ohne sie zu zerstören. Und das geht auch hier mal wieder, ist nur leicht geklebt. Schnuffiger kleiner Lautsprecher eigentlich. Steht nicht drauf, wieso die Ratings sind, aber meine Vermutung ist, das ist so ein typischer 8 Ohm, 5 Watt oder sowas. Ärgerlicherweise mit so einer Klebeschicht. Ja, ich muss mal absehen, ob ich die abgepuppelt bekomme. Was jetzt noch bleibt, ist das Mainboard. Die Mainboard-Version 1.3.2, wie wir hier sehen. Kameramodul hier oben. Die Kamera ist übrigens totale Scheiße. Hier Anschlusskabel fürs Mikrofon.
Das schauen wir uns gleich mal näher an, wenn ich es hier rausgeschraubt habe. Schrauben sind alle raus. Es wird Zeit für... Was wir hier sehen ist, das Mikrofon ist hier gelötet und hier hot glued. Dann schauen wir doch mal, ob wir den Heißkleber linken können. Ja, sieht so aus, das ist sogar billiger Heißkleber. Also, wenn das mal nicht schnuffig ist, dieses Mikrofönchen hier an, das kann man es ja wirklich nicht nennen. Das Mainboard, wie man sieht, von allen Seiten in erster Linie mal darauf optimiert, dass man nicht so wahnsinnig viel elektromagnetische Emissionen hat, sprich shielded und alles festgelötet. Wir haben hier das Kameramodul mit einem kleinen Steckverbinder sogar. Ich würde es mir aufheben, wenn ich die Hoffnung hätte, dass ich es jemals irgendwie verbauen könnte, aber ich fürchte, ich bin echt nicht geschickt genug, um so einen Steckverbinder hier jemals irgendwie zu benutzen oder ein so feines Flatflex-Kabel. Außerdem, wie gesagt, die Kamera ist Dreck. Schraubenzieher drunter und hochhebeln. Klack, geht doch. Was haben wir hier? Jede Menge typischer Passivdreck, Kondensatoren, Widerstände, so ein paar kleine SO23-Packages, eine Diode und ein IC. SEC040HCF7. Sagt mir überhaupt nichts. Also, wenn es irgendjemanden interessiert. Das heißt, wir können gleich zum nächsten übergehen hier. Nett ist, dass diese Dinge einen Deckel haben. Weniger nett ist, dass da drunter dieses blöde Metallgeflecht ist, unter dem man genauso wenig erkennen kann, was da drunter ist. Und das wollen wir ja schließlich sehen. Folglich verwenden wir eine im Laufe der Zeit bewährte Methode, nämlich das Aufknacken solcher Teile mit dem Seitenschneider. Als Hommage an den großartigen David Jones, wir sind drin wie die Finn. Hier haben wir eine Menge SMD-Echos. Nein, ich werde nicht behaupten, dass es Spulen sind. Ich sehe hier ICs mit Bezeichnungen, die mir nichts sagen. Das ist bestimmt nichts Großartiges. W3026794. Davon einige. SS34 MIG, das scheinen mir Dioden zu sein. Ja, sehr viel miniaturisiertes Kleinzeug und leider keine Sachen, die man kennt. Also, wenn man jetzt die Hoffnung gehabt hätte, so einen 555-Timer oder sowas zu finden, no way, Jose. Für all diejenigen, die sich ein Standbild in Full HD machen wollen und selber suchen, bitteschön. Boah, ganz schön klein die Beschriftung. Es handelt sich um einen 7560-N2. Was auch immer das sein mag. Daneben ist ein kleiner Quarz, wenn ich das richtig sehe. Sieht nach einem Oszillator aus. Ganze Menge Widerstände, ein paar Kondensatoren, zwei Dinger, die wie Spannungsregler aussehen. Ja. Ein Chip der Firma Azure Wave. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Funkkram. Ich glaube, dass das entweder der Bluetooth- oder der Wi-Fi-Chip sein wird. Ich bin mir da nicht sicher, kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, aber ich meine mich erinnern zu können, dass Azure Wave irgendwelches Funkzeug war. Wärmeladepad. Ja, now we are getting somewhere. Wir haben hier einen Chip von Samsung. Samsung 043K9GA G0 und so weiter. Das würde mich nicht wundern, wenn das hier irgendwie so ein Flash-Speicher oder sowas wäre. Dann gibt es hier so einen kleinen Realtek-Chip. Da möchte ich, also Realtek, Sekunde, haben wir gleich. Realtek ALC5625. Ich möchte wetten, dass das Wi-Fi ist. Das würde mich sehr wundern, wenn es nicht so wäre. Microchip, ein PIC. Wie schnuffig. Ein PIC 16F884. Ja, wahrscheinlich irgendwie so ein Mikrocontroller für Touchscreen oder irgendwie solche Geschichten werden sie den so benutzen. Und in der Mitte haben wir hier ein ziemlich großes Ding. Da ist die Beschriftung schwer zu erkennen. Okay. Was wir hier draufstehen haben, ist 88APIBJ02 P3A2750.3 1028BDP. Also,
Ich vermute, dass das hier ein SoC ist, der ja irgendwie einen ARM-Core oder sowas haben wird. Boah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Allzu viel war nicht drin. Alles andere hätte mich auch gewundert. Es hat ja schließlich auch nicht allzu viel getaugt. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut sehen kann, aber hier ist es ziemlich gut sichtbar, dass da wirklich mehrere Lagen Kupfer dabei sind. Eine ziemlich schön durchgehend, das heißt, ich nehme an, da wird eine Groundplane durchgehend sein. Also wenn ich es richtig zähle, vierlagiges Board. Das war unser heutiger Teardown. War jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Problem ist, ich habe keine wahnsinnig aufregenden Sachen mehr. Es gibt nur eines, was ihr tun könnt, damit es aufregender wird. Schickt mir aufregende Hardware. Nein, irgendjemand von euch wird doch irgendwo noch im Keller noch irgendwie sowas, weiß ich, Aeronautik-Scheiße oder sowas rumfliegen haben, was kein Mensch kennt, was irgendwie viel Zeug drin hat und irgendwie aufregend ist, dann packt es in ein Paket und schickt es mir zu. Ich nehme es auseinander.